Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel 1-Fans. Was war das bitte für ein Qualifying, das wir hier in Imola gesehen haben? Gestern am Trainingsfreitag, da ging es auf und neben der Strecke schon richtig zur Sache. Heute konnten wir das Ganze zumindest auf der Strecke nochmal richtig toppen. Eines der spannendsten Qualifyings, das ich je gesehen habe. Vorne an der Spitze unfassbar eng. Wir wussten bis zur letzten Sekunde nicht, wer sich die Pole holt. Es war dann mal wieder Lewis Hamilton zum 99. Mal in seiner Karriere. Und das war schon eine seiner besten Pole Positions. Das war sehr eindrucksvoll, was er da wieder in den Asphalt gebrannt hat. Aber nicht nur vorne, nicht nur ganz vorne um die Pole Position war es verdammt spannend. Auch dahinter Lando Norris zum Beispiel, der wäre eigentlich auf Position 3 gestanden, hätte seine Runde gegolten, aber er war dann leider knapp draußen, über die Track Limits hinausgefahren, Runde gestrichen, somit nach hinten gefallen. Aber das ganze Feld war so viel enger zusammen, als wir das die letzten Jahre über und auch noch zuletzt in Bahrain gesehen haben. Also das war schon wirklich, wirklich ganz toll mit anzuschauen. Sprechen wir über den großen Verlierer, man muss es so sagen, über Max Verstappen. Denn der hatte offensichtlich eigentlich wieder das schnellste Auto im dritten freien Training. Ganz, ganz klare Bestzeit, eine halbe Sekunde vor McLaren und vor allem auch vor Mercedes. Im Qualifying dann hingegen hat er es nicht ganz so zusammengebracht. Und er hat selber gesagt, er hatte einen Fehler in Kurve 3, er ist da zu weit rausgekommen mit zwei Rädern. Konnte das Ganze noch relativ suffisant kommentieren, meinte, Honda ist ja bekannt dafür, gute Rasenmäher zu bauen, aber dafür sind sie nicht gedacht. Also auch mit ein bisschen Eigenkritik und versteht da auch Spaß. Trotzdem war es sein Fehler, der ihn am Ende die Pole Position gekostet hat. Toto Wolff hat gesagt, hätte Max seine Runde ganz normal hinbekommen, wäre er um 2 Zehntel auch vorne gewesen. Nicht ganz so deutlich wie in Bahrain, Mercedes hat sich verbessert, aber er hat die Pole verschenkt, muss man ganz klar so sagen. Und jetzt kann man sagen, nach diesem Rennen, das wir vor 3 Wochen gesehen haben, also ja, dann beim Überholmanöver gegen Lewis Hamilton schon einen kleinen Fehler gemacht hat, war das jetzt halt schon der zweite kleine Fehler, den er sich 2021 erlaubt. Ganz ungewöhnlich für Max Verstappen, hat er heute selber gesagt, es ist ihm jetzt ewig lang nicht passiert, dass er im Qualifying irgendeinen Fehler gemacht hat, jetzt halt irgendwie schon. Da stellt sich die Frage, hat das vielleicht mit dem WM-Kampf zu tun? Ist ja das schon was anderes, wenn ich einfach nur für mich selbst fahre und schaue, das maximal rauszuholen, oder ob ich mal tatsächlich ernsthaft im WM-Kampf mit drin sein könnte? Und er hat da so ein bisschen abgelenkt, ich habe ihm diese Frage gestellt, meinte er, Fehler passieren halt einfach, er ist kein Roboter oder generell Fahrer sind keine Roboter und da kann das dann passieren. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze noch entwickeln wird, weil es ist schon, ich will jetzt nicht zu viel hineininterpretieren, es ist erst das zweite Rennwochenende, aber es ist schon ein bisschen auffällig, dass jetzt, wo es wirklich um die Wurst geht, da vorne bei ihm, dass ihm da diese kleinen Fehler unterlaufen. Es war die erste richtige Qualifying-Niederlage für Max Verstappen seit 2019 in Kanada. Die war auch relativ unglücklich damals, muss man dazu sagen, mit gelber Flagge und so weiter, dass er dann nicht mehr ins Q3 gekommen ist. Trotzdem die erste Qualifying-Niederlage, die teaminterne Qualifying-Niederlage seit Kanada 2019. Und ich würde mal sagen, abgesehen davon, dass er sich natürlich geärgert hat, dass er nicht auf Pole steht, ist das eine Qualifying-Niederlage, über die er sich sogar freut, denn Checo Perez, der startet von Position 2 und der soll natürlich Lewis Hamilton Druck machen. Das ist genau der Grund, wieso Red Bull ja Checo Perez verpflichtet hat, wieso Alexander Albon dann nicht mehr die weitere Chance bekommen hat. Man will die Konkurrenz auch mit dem zweiten Fahrer unter Druck setzen und genau das hat Sergio Perez mit Startplatz 2 jetzt schon bravourös erfüllt. Der hat das geschafft, was Alexander Albon und Pierre Gasly 2 Jahre lang überhaupt nicht geschafft haben und er startet auf den Softreifen, was sehr, sehr spannend werden könnte im ersten Stint, denn Lewis Hamilton und Max Verstappen haben sich auf den Medium-Reifen qualifiziert. Checo Perez auf den Soft-Reifen. Eigentlich nicht ganz so optimal, aber so weit sollen die Strategien gar nicht auseinanderliegen. Also wir gehen von dem klaren Einstopprennen aus. Heißt für Checo Perez Soft Hard und für die anderen dann wahrscheinlich Medium Hard. Aber gerade am Start könnte das eine große Gefahr werden für Mercedes, denn der Softreifen, der hat natürlich eine bessere Startperformance. Start ist generell ein bisschen schwierig. Wir haben ja am Freitag keinen einzigen Probestart gesehen aufgrund der roten Flaggen. Heute einen Probestart, morgen vor dem Rennen noch ein paar, aber insgesamt ist das schon ein großes Fragezeichen. Und wenn Perez dann tatsächlich vor Lewis Hamilton kommen sollte, dann wird es richtig schwierig. Denn wir wissen alle, Imola überholen ist nicht so ganz einfach, eine der schwierigsten Strecken zum Überholen überhaupt. Und selbst wenn das nicht glücken sollte, kann Red Bull dann das machen, was Mercedes die letzten Jahre gemacht hat. 2 gegen 1 strategisch ausspielen, einen Fahrer deutlich früher zum Stopp holen, den anderen länger fahren und Mercedes muss dann schauen, was sie machen. Die müssen dann möglicherweise reagieren und deswegen ist das schon eine sehr, sehr spannende Ausgangsposition für dieses zweite Rennen der Formel 1 Saison 2021, zumal Valtteri Bottas auch nur von Position 8 aus ins Rennen geht. Der sah das ganze Wochenende eigentlich stärker aus als Lewis Hamilton, hat dann aber im entscheidenden Moment die Reifen nicht so richtig zum Arbeiten gebracht und ist dann, weil das ganze Feld sehr eng ist, auch vorne an der Spitze, nur auf Position 8 gelandet. Also das ist eine Ausgangsposition, wie wir sie uns nur wünschen können. Wenn wir dann ein bisschen weiter hinterschauen, ich sage mal so,
wie wir uns das nur wünschen können, ist es hinten nicht, aber es ist schon deutlich besser auch, als wir es noch in Bahrain gesehen haben, bei Haas und Mick Schumacher. In Bahrain waren sie ja doch sehr abgeschlagen, hatten keine Chance, da irgendjemanden aus eigener Kraft zu schlagen. Jetzt sind es am Ende auch nur die Positionen 18 und 19, ja, weil Yuki Tsunoda im Q1 abgeflogen ist. Aber man war schon so nah dran, dass man die Alpha immerhin ernsthaft unter Druck setzen konnte. Und das hat natürlich Mick Schumacher große Freude bereitet. Ja, es gibt neue Teile. Bremsbelüftungen haben wir gestern schon besprochen. Die liegen den Fahrern offenbar ein bisschen besser. Dazu ist es auch nicht mehr ihr erstes Rennwochenende hier. Und dazu passt offenbar die Strecke besser zum Haas, als sie zu anderen Boliden passt. Und deswegen jetzt dieser doch relativ große Performance-Sprung relativ zur Konkurrenz. Mick hat gesagt, er hat sogar noch so ein, zwei Zehntel liegen lassen. Dann hätte er sogar tatsächlich Antonio Giovinazzi im einen Alpha hinter sich lassen können. Das ist schon mal sehr, sehr erfreulich, wie es für ihn läuft. Für Nikita Mazepin hingegen läuft es nicht so toll, weiterhin nicht so toll. Gestern der Unfall im freien Training und Dreher auch mal wieder. Heute im Qualifying deutlich geschlagen von Mick Schumacher. Also ihm hat eine halbe Sekunde gefehlt. Und er hat sich mal wieder als Rüpel hervorgetan. Antonio Giovinazzi hat sich von ihm behindert gefühlt, Gentleman Agreement nicht eingehalten. Das heißt, er hat in der Vorbereitungsrunde überholt, direkt am Ende der Vorbereitungsrunde, hat damit Giovinazzi die Runde zerstört. Und vielleicht kommt es dem einen oder anderen bekannt vor, genau das gleiche Thema hatten wir ja schon mit Mazepin in Bahrain. Jetzt, Gentleman's Agreement und Mazepin nach seiner Vorgeschichte ist generell schon ein kleiner Widerspruch vielleicht. Aber die Begründung, weshalb es dazu gekommen ist, war genau die gleiche wie schon vor 3 Wochen. Er hat gesagt, das Team hat ihm gesagt, er soll Gas geben, weil er sonst nicht mehr rechtzeitig über die Linie kommt, und dann hat er das halt gemacht. Ich habe Günther Steiner später darauf angesprochen und mich vielleicht ein klein bisschen mit ihm drüber gezofft, weil ich meinte, wenn das jetzt das zweite Mal passiert ist, muss das Team ihn dann nicht vielleicht einfach früher rausschicken, auch im eigenen Interesse, dass er sich besser vorbereiten kann auf diese Runde. Günther Steiner meinte dann, im Nachhinein ist man immer schlauer und dann weiß man natürlich, was zu tun ist, aber in dem Fall muss man halt dann einfach mal Gas geben, und Giovinazzi hätte ja seinerseits auch Gas geben können, damit er nicht so in die Bredouille kommt. Hinter Mazepin, muss man sagen, waren ja auch Piloten, die darauf gewartet haben, noch ihre schnelle Runde zu starten. Und deswegen meint er, auf der Seite sieht er keinen Nachholbedarf. Mazepin selbst, der ist ja ordentlich unter Beschuss, deutlich langsamer als Mick Schumacher, Fehler gemacht, jetzt zum zweiten Mal Qualifying-Rüpel. Er hat selbst zugegeben, dass es doch unerwartet heftig ist in der Formel 1 für ihn. Also er hat schon gewusst, dass das nicht ganz easy ist, aber es ist dann doch heftiger, als er das Ganze erwartet hatte. Vor allem die beiden Qualifying-Sessions waren sehr, sehr ereignisreich für ihn, und da hat er schon noch eine große Lernkurve. Sebastian Vettel, der hat auch eine Lernkurve gezeigt. Für den lief es zumindest ein bisschen besser als noch vor 3 Wochen. Platz 13 ist aber natürlich trotzdem nicht das, was er sich vorgestellt hatte. Er meinte, es wird ein bisschen besser, aber das letzte bisschen Vertrauen ins Auto, das fehlt einfach noch, und das fehlt ihm dann halt auch sogar auf Lance Stroll, der das ganze Wochenende wieder schneller war als er. 3 Zehntel waren es ungefähr, die er die ganze Zeit schneller war. 1 Zehntel, sagt Sebastian, das war vielleicht die Positionierung im Qualifying, weil er keinen Windschatten hatte und da 1 Zehntel verloren hat, und das andere, der Rest, der kommt halt, weil ihm das letzte Vertrauen noch so ein bisschen fehlt. Also, Sebastian Vettel zumindest ein bisschen recovered. Ich bin mal gespannt, was da von Platz 13 noch geht. Immerhin ja freie Reifenwahl, wobei die komplett hinfällig werden könnte. Denn das Wetter, wir haben es schon angesprochen am Anfang des Wochenendes, das könnte ja auch noch ein bisschen Spannung reinbringen. Allerdings wird die Regenwahrscheinlichkeit jetzt etwas niedriger taxiert, als schon mal war. Vormittags könnte es ein bisschen runterkommen. Zur Rennzeit hin schaut es dann eher schlecht aus mit Regen. Aber die Meteorologen, die haben uns schon so oft enttäuscht. Vielleicht enttäuschen sie uns jetzt wieder oder wie auch immer. Ganz ehrlich, eigentlich will ich gar keinen Regen sehen, weil die Ausgangsposition vorne an der Spitze so spannend ist. Da würde ich eigentlich gerne ein trockenes Rennen sehen, muss ich gestehen. Auch dahinter ultra spannend mit Charles Leclerc auf Position 4, Pierre Gasly auf Position 5, dann dahinter die McLaren, die richtig schnell waren. Also es ist angerichtet für einen absoluten Top-Grand Prix hier in Imola auf dem Autodromo Enzo Edino Ferrari. Und wenn ihr davon nichts verpassen wollt, natürlich motorsportmagazin.com aufmachen. Da kriegt ihr alle News sofort als Erster.